Moin, Mädels, Jungs, wer auch immer zuschaut. Willkommen hier zurück zu Star Stable Online. Zweiter Teil. Ich war schon mal überlegen, ob ich da mehrere Folgen draus mache oder nicht. Hab entschieden, ja. Wir machen mal ein bisschen weiter. Das ist ja noch die Einführung. Nachher, wenn ich dann irgendwann durch bin und alles soweit durch hab mit den ganzen Quests. Ich denke mal, da kommen auch nur so irgendwelche täglichen Quests, ne? Man darf ja nicht vergessen, ist ja auch so, ist ja online. Ist ja, ne, wie ein Online-Spiel, das. Eigentlich, ja, wie das immer so ist bei Online-Spielen, dass man halt tägliche Quests machen kann. Hier ist es halt mit der Mediturniere verbunden, ja. Denke ich mal. So, Ten. Du bist also hier, um es nochmal zu versuchen. Dann mal los. Kehre zur Moorland-Rennstrecke zurück. Okay. Dann geh ich nochmal eine Runde reiten hier. Ja, komm. Jetzt gib mal Gas. So. Das geht doch schneller hier. Komm. Go, go, go. Ah, ich werde schon wieder langsamer, ne? Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller als wie beim letzten Mal. Ein bisschen schneller. Nee. Ich bin immer noch so langsam. Warum bin ich so langsam? Herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue Höchstleistung geschafft. Hoho. Eine neue Höchstleistung. Bin ich echt besser geworden? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin immer noch letzter. Schaut euch das mal an. Die anderen, in welcher Zeit die das schaffen. Und ich brauche fast eine ganze Minute dafür, ja? Na, ich level ja noch, ja? Ich level ja noch auf. Mein Pferd ist ja noch nicht so schnell, ne? Ist noch nicht so, noch nicht so fix. Noch nicht so fix unterwegs. So, gut gemacht, Layla. Kehre zur Moorland-Rennstrecke zurück. Habe ich abgeschlossen. So, Loretta, was hast du hier? Schönes für mich wieder. Hallo, Layla. Justin sucht nach dir. Du findest ihn auf seinem Hof. Du weißt schon, dem Ort, an dem du warst, als du hier anfangs angekommen bist. Stimmt. Aber komm Justin nicht allzu nahe. Er gehört nämlich mir. Okay. Okay, ich gehe Justin mal anbaggern. So, ich bekomme Klamotten. Anfänger-Reiterjacke. Sehr schön. Spring plus 1. Pflege plus 1. Das wird auch noch lustig, ne? Das war ja jetzt nur Reiten, ja? Wie soll es erst werden, wenn ich über Hindernisse springen muss? Ach du Heil. Darf ich gar nicht dran denken. Das schaffe ich doch gar nicht. Naja, dann mal zurück zu Justin. So, Kaufladen haben wir hier links und rechts, ne? Klamotten. Und hast du nicht gesehen? Schöner kleiner Hof. Hier gibt es was zu essen anscheinend. So, Gina. Stopp! So, ja, natürlich kannst du hier mit Heathcroft übernachten, okay? Es kostet ein bisschen, aber wenn du aufwachst, ist ein Tag vergangen. Ich muss zu Justin, nicht zu Gina. Du musst nicht übernachten. Im Moment gibt es keine Auftragsgeber, okay, auf den du morgen an und so weiter und so fort. Okay, ja, über Nacht. Täglich gibt es dann halt neue Aufträge, ne? So, aber Jaina lasse ich mal hier stehen, obwohl sie hat noch was für mich hier, ne? Ja, natürlich kannst du hier. Nein. So. Ich muss ja zurück zu Justin.
So oben rechts werden gerade Rennen eingeblendet, wo man dann auch dran teilnehmen kann. Layla, da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Aha. Manchmal erhältst du ein Geschenk für das Erledigen eines Auftrages. Du kannst Ausrüstung und Kleidung aus deinem Rucksack auf deinen Charakterbogen ziehen. Um diese anzuwenden, neue Ausrüstung kannst du auch ebenfalls in Geschäften kaufen. Sehr schön. So, mein Charakter ist mit I, kann ich. Nee, I, Moment. C, genau, C müsste das sein. So, ich. So, dann ziehe ich mal meine schöne neue Jacke hier rüber. Sehr schön. Wunderbar. Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, alle waren nett zu dir. Ich wollte mit dir darüber reden, wie du dich um dein Pferd kümmern solltest. Fangen wir damit an. Alle Gerätschaften zusammenzusuchen und also die du brauchst, ich brauche, ne? Besorge etwas Heu, einen Eimer, einen Hufkratzer und eine Bürste. Okay. Heu, Eimer, Hufkratzer, Bürste. Wenn du alles beisammen hast, zeige ich dir, wie du die Sachen benutzt. Die Gerätschaften findest du da drüben an der Hauswand, auf den Heuballen. Okay, muss ich nicht lange suchen. Liegt alles auf dem Haufen. Gut für mich. So. Aber ich steig mal ab, ja? Stopp! Nicht so schnell! Stop it! So. Schwupp, schwupp, schwupp. Ja, da sind die Sachen, die du brauchst. So wird es gemacht. Steige von deinem Pferd ab, klicke auf Absteigen und rechts im Bildschirm nahe der Minikarte. Und, ja, ich bin ja abgestiegen. Alles gut, alles gut. Öffne deinen Rucksack, klicke auf I auf deiner Tastatur oder auf das Rucksacksymbol neben der Minikarte. In der Tasche findest du etwas Heu, einen Eimer, einen Hufkratzer und eine Bürste. Klicke nacheinander auf jeden Gegenstand, ziehe ihn zu deinem Pferd und lass ihn los. So, du kannst nicht auf deinem Pferd sitzen, während du dich also mehr ihn kümmerst, um das Pferd kümmerst. Öffne deinen Rucksack. Ja, das hatten wir eben schon. Komm. Ich werde noch ein paar, sonst verrückt hier beim Lesen hier. So. Ich stelle mich daneben. Klicke auf meinen Rucksack hier. Zack. Pferd. Bürsten. Pflege ist wichtig. Sehr schön. So, Wasser natürlich hier Durst. Schön was trinken. Was haben wir hier noch? Hufkratzer. Ups. Swupp. So, natürlich essen, ja. Heu. Das Pferdchen soll ja nicht verhungern. Übrigens muss man das jeden Tag machen, ne? Jeden Tag. So, dann habe ich das ja geschafft, ne? Ja. So, gut gemacht, Layla. Jetzt fühlt sich dein Pferd besser und zufriedener. Wenn du das hier jeden Tag tust, wird dein Pferd bald so zufrieden sein, dass es schneller läuft. Okay, es läuft dann dadurch schneller. Ja, stimmt. Zufriedenheit ist natürlich dann besser beim Pferd, wenn das gepflegt ist, wenn das Nahrung hat, als wenn es überhaupt nicht, ja, versorgt wird. Ne? Ist klar. Wenn es unzufrieden ist, dann ist die Leistung vom Pferd natürlich auch weniger. Ne?
Natürlich, also schwächer. So, aber wenn du dich ja nicht um Horcrocket kümmerst, wird es traurig und läuft langsamer. Aber so eine verantwortungsvolle Reiterin wie du würde das sicherlich niemals zulassen. Besonders nicht hier bei uns. Nein, auf keinen Fall. Hier in den Moorlandstellen brauchen wir immer Hilfe bei der Pflege unserer Pferde. Und jetzt weiß ich ja auch, dass ich dir vertrauen kann. Sieh dir die Anschlagtafel am Stall an. Dort siehst du, ob es irgendwelche Aufgaben zu erledigen gibt im Stall, ne? Wir aktualisieren jeden Tag, also schau jeden Tag vor dran, also vorbei. Oh, und noch etwas. Oh, so viel Text, Leute. Wenn im Eimer kein Wasser ist, kannst du ihn im Brunnen vor dem Stall oder im Trug deines eigenen Stalls auffüllen. Mehr Heu kannst du im eigenen unser Läden kaufen. Ja, war mir auch klar. So, Junge. Also wegen dem Lesen, ja. Jungs und Mädels, ich mache kein Vorlesen, ne? Ich hasse das eigentlich wie, ja. Aber, ne, aber was macht man nicht alles für euch? Und ich brauche gleich mal einen Schluck Milch. So. Habe auch wieder Wasser bekommen. Mein Vater Thomas wollte dich kennenlernen. Anscheinend will er dich wegen etwas sehr Wichtigen fragen. Ich fürchte, es könnte um unsere Probleme hier gehen. Ah, jetzt geht das richtig los, ne? Herr Kempel, oh, nicht so viel Text, bitte. Herr Kempel, ein fieser Boss von der Firma GED, tut alles, was er kann, um uns hier zu vertreiben, damit er den Stall abreißen und Luxus Apartments, ne, bauen kann. Wir versuchen noch herauszufinden, was wir tun können, um ihn aufzuhalten. Aber er geleitet uns immer wieder durch die Finger. Er gleitet uns immer durch die Finger. Du müsstest Thomas außerhalb des Stalls in der Nähe von Jena finden. Du weißt schon, das Mädchen, das dir die Reitstrecke gezeigt hat. Ja. So. Sprich mit Thomas. So, auf jeden Fall, wenn er demnächst wieder so viel Text kommt jetzt, dann werde ich das grob überlesen. Sonst komme ich ja zu gar nichts mehr hier. Das Wichtigste haben wir alles gelernt. So, mir wird noch angezeigt, hier wegen Absteigen. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu machen. Hab das ja gelernt. So, übrigens, da rechts war das Brett. So, stopp. Aber ich steige mal jetzt ab. Habe ich die Anzeige nämlich auch weg. Ich gehe mal sozusagen ans schwarze Brett. Was? Miste die Moorlandstelle aus. Miste. Ach so, ausmisten. Ja, man muss den Stall ausmisten. Nimm dir eine Schaufel und fang an. So, habe ich noch mehr hier? Ja, Pferde füttern in den Moorlandstellen. Pferde füttern machen wir auch. So, das lese ich jetzt nicht vor. Nehmen wir mal so mit. Ich brauche Hilfe, die Pferde zu tränken. Fülle einfach die Behälter mit dem Wasser, tippe, fülle halt einen Eimer, einen Brunnen und ja, komm. So. Wollen wir das zuerst machen, ja, ne? So, nimm mal die Schaufel in die Hand hier. Komm, zack. So, nochmal schön Kot weg, ne? Benutze Schaufel. Muss ich das anlegen oder was? Inventar. Schaufel. Ausmisten. Sauber machen. Dreimal müssen wir das machen.
Übrigens ist es schön dung, ja, schön dung für einen Acker, ne? Also wer einen Garten hat, Pferdeäpfel, kann ich nur empfehlen, ja. Pferdeäpfel ist schöner Dünger, ne? So, kein Schiedhaufen mehr hier. Aber ich muss ja auch noch mit Wasser hier auffüllen, ne? Muss ich ja auch noch. Komm, zieh mal einmal Wasser rüber da. Zack. Dreimal muss ich das machen. So. Sehr schön. Auch nochmal Wasser rein. So, Pferdetränken in den Moorland stellen Anforderungen erfüllt. Wunderbar. Da war noch irgendwas hier, ne? Irgendwas war doch noch. Moment. Auftrag. Misten, das habe ich ja fertig. Nimm dir eine Schaufel und miste die Boxen der Mollanstätten aus. Sprich mir die Jena, wenn du fertig bist. Da drin vielleicht noch. Stall ausmisten direkt. Einmal brauche ich ja noch. Ach, Pferde füttern. Ach, hier. Ah, da so rein? Ne. Und direkt beim Pferd, ne? Ja. Habe ich doch vorhin bei meinem Pferd auch gemacht. Heu. Oder auf dem Boden. Nee. Nee, hier habe ich die Hand. Aber hier schon was drin ist, ne? Hier drüben ist nämlich gar nichts. Stimmt. Da bin doch mal ein Schussel, ne? Hier muss was rein. Ey, lass mich jetzt. Nee. Ich soll doch Pferde füttern. Warum geht das nicht? So, finde Heu. Ich hab Heu hier. Guck mal. Heu. Zack. Geht nicht. Wo muss man direkt ran stehen hier? Keine Ahnung, warum es nicht geht, Leute. Es geht gerade nicht. Ich muss doch noch einen Haufen aufsammeln hier. Ich kann da hinten gerade nicht füttern. Finde Heu. Ich. Item Heu. Füttere dein Pferd. Das ist nur für mein Pferd. Das ist nur für mein Pferd. Muss ich hier das Heu? Nee. Moment mal. Ach, hier draußen. Ah, wieder was gelernt. Ach so. Ach so. Jetzt habe ich es auch. Ja, bei mir dauert es ein bisschen länger. Ich bin ja alt. Ich bin ja schon sehr alt. So, ich brauche noch mehr Heu. Ich brauche noch zweimal Heu. Mädels und Jungs, wo finde ich denn hier noch ein bisschen Heu? Hier kann ich Wasser holen. Ich habe ja noch ein bisschen. Kann ich eigentlich was nachholen hier? Ja, es geht. Oh, oh, 12 Mal. Das reicht ja erstmal im Wasser, ne? Und da muss ich auch noch hin, glaube ich, dahin. Hier so links, da. Da muss ich auch noch was machen. Und ich brauche noch einmal Heu. Naja, ich glaube, das dauert eine Zeit lang, bis mal wieder was spawnt. Mache ich denn später? So, was haben wir denn hier? Ein Stern. Du musst dein Pferd dabei haben, wenn du deinen Stall betreten. Ah, das ist mein Stall, mein eigener Stall, okay? So, Thomas. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Leila. Die Lage mit Herrn Campbell von
GID gerät außer Kontrolle und ich brauche deine Hilfe. Okay. Das ist wirklich beunruhigend. Dieser schurkische Herr Kempel hat vor, uns ja, rauszuwerfen und die Moorlandstelle abzureißen. Ich habe gerade gehört, dass er den Stadtrat fast schon davon überzeugt hat, dass die GED ein Anrecht auf das Land hat. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Wir haben kaum noch Zeit, um ihn aufzuhalten. Im Moment stellen seine unheimlichen... Was? Vermeser? Was sind denn Vermeser? Ihre Ausrüstung auf. Okay. Damit sie eine detaillierte Karte für den geplanten Abriss erstellen können. Ach, Vermesser! Die Vermesser, die das hier vermessen. Warum lese ich Vermeser? Das Vermesser. Wie gesagt, ich brauche einen Schluck Milch. Ich bin der wahre Besitzer dieses Landes. Aber ich brauche Zeit, um das dem Stadtrat zu beweisen. Kannst du mir helfen, die Morlandstelle zu retten? Klar, kann ich immer. Ich habe Zeit. Ich habe so viel Zeit. Wir müssen Herr Campbells Vermesser aufhalten, um etwas Zeit zu gewinnen. Du musst nur ihre GPS-Ausrüstung abschalten. Sie stellen sie in ein Gebiet außerhalb des Stalls auf. Zwischen hier und den Hügeln, wo sich ihre Baustelle befindet. Ich habe auf deiner Karte ungefähr markiert, wo sich die GPS-Ausrüstung befindet. Sie ist durch orangefarbene Kästchen markiert. Drücke M auf der Taste oder klicke auf die Minikarte, um die Karte zu öffnen. So. Ich wollte gar nicht mehr so viel vorlesen, ne? Habe ich es doch gemacht. Hat man auch wieder gehört. Wie gut ich bin im Vorlesen. So, orangefarbene Felder, ja, das haben wir doch. Uiuiui, ist das groß. Das ist ja riesig hier. So, dann geben wir mal ein Hallo, ich mache mal ein Pferdchen. So, da vorne haben wir einen Briefkasten, ne? Ja. So, kann ich ein bisschen ranzoomen hier? Das geht gar nicht. Man kann in der Karte hier, mit M habe ich ja die Karte aufgemacht. Ja, mit M habe ich die Karte aufgemacht. Kann aber nicht ranzoomen. So, ich muss rechts. Glaube ich. Rechts rum und dann links. So, da vorne haben wir das schon. Ah, hier sind ja, böse Gewichte, die böse Gewichte. Die Bösewichte, die hier vermessen, ja. So, du hast abgeschaltet. 5 Stück muss ich davon abschalten. 4 sind noch über. Sind hier nur zwei? Hier sind nur zwei, ne? Weil das Feld ist nicht gerade sehr groß. Okay, da oben rechts läuft auch einer. Da oben rechts haben wir noch. Da hinten links habe ich auch wieder ein Ausrufezeichen. Ich verstecke mich mal gerade in einem Baum. Komme ich hier so hoch? Natürlich nicht. So. Ich muss rechts rum.
So, das ist der Schmied anscheinend. Stopp! Konrad. Er muss absteigen, ne? So, ja. Ja, aber ich denke, ich werde zum Ende kommen. Ja, ich komme zum Ende. Ich komme zum Ende. Ich muss überlegen, mal gucken, ob ich noch ein Video mache. Sonst mache ich für mich alleine so ein bisschen weiter hier. Die Quests erledigen und dann halt kommen dann nur immer so Videos, wenn ich ein Turnier mache, ne? Also das Questsystem oder die ganzen Quests, weil das müsste ich auch dann, müsste ich nicht vorlesen. Wollt ihr das, dass ich das vorlese oder nicht? Wie gesagt, ich bin nicht der größte Vorleser, man hört es ja auch. Ja, muss ich mir überlegen. Ich komme denn hier auf jeden Fall schon mal zum Ende. Danke fürs Einschalten. Alles weitere zum Spiel, zu Star Stable Online, natürlich unter dem Video, in der Videobeschreibung. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, ne? Muss nicht immer ein Shooter sein oder sonst was für ein Spiel, ne? Einfach mal zwischendurch Pferde reiten. Ja, hat auch was. Ja, Mädels und Jungs, da bin ich mal raus, ne? Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.